Aber
Von Nervosität heute keine Spur. Wo nehmt ihr die Einstellung her? Ja, ich denke, wir sollten in der Liga, glaube ich, kein Spiel mehr zu leicht nehmen. Da kämpft jeder entweder um Abstieg oder um Aufstieg. Und ja, das haben wir heute gut geschafft. Standen gut in der Abwehr, konnten Gegenstöße laufen und haben so unsere Tore gemacht. Ich glaube, dass wir natürlich ein bisschen Rückenwind auch hatten von den letzten Spielen. Und ich glaube, wir auch gemerkt haben, was notwendig ist, um Spiele erfolgreich zu gestalten. Und das ist einfach nochmal diese Einstellung und diese Leidenschaft, die wir vonnöten haben. Und da sind wir auch gut reingekommen, haben es dann auch geschafft, dann auch Mitte der ersten Halbzeit dann auch ein paar Tore vorzulegen. Und dann war es natürlich dann ja, so ein gewisser Lauf auch. Ja, ich meine, wer jetzt keine Einstellung an Tage, der ist fehl am Platz. Also das ist zwar kein Selbstläufer, wir arbeiten immer noch hart dafür, aber wenn man in die Halle reinkommt und die ist fast ausverkauft und es ist so eine Stimmung, das beflügelt einen natürlich von Anfang an. Kann man sagen, dass heute eines der souveränsten Heimspiele war? Kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich erinnere mich auch an Rostock oder so. Da war Rostock aber eher schwach. Aber ich denke, wir spielen schon unseren Stiefel, wenn man so nennen will, gerade gut und vernünftig und solide runter. Und stehen gut in der Abwehr, kommen in die Gegenstöße und das ist gerade momentan der Schlüssel zum Erfolg mit einem guten Jan Kulanek hinten drin, der immer ein Rückhalt ist. Und da spielen wir dann einfach so, wie wir uns das vorstellen und deswegen kann auch gar keine Nervosität oder irgendwas anderes ins Spiel reinkommen momentan. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, souveränste hin oder her, das ist mir eigentlich egal. Wenn wir so die anderen spielen, dann ist es in Ordnung. Wäre heute hier mehr drin gewesen? Ja, ich denke schon, wenn man die ersten, wie gesagt, 10 bis 15 Minuten gesehen hat, da waren wir wirklich dran. Wir haben gut gespielt, wir haben eine gute Abwehr gestellt, schnelle Tempo-Gegenstöße und das muss auch das Erfolgskonzept sein. Dass es schwer wird, das war ganz klar, nach so zwei Niederlagen, die wir das letzte Mal hatten. Aber wir wollten uns einfach besser verkaufen, wollten auch nicht wieder so eine hohe Niederlage einstecken. Ja, wir müssen jetzt einen Kopf hochkriegen in Hüttenberg, das ist das alles oder nichts Spiel. Ich meine, das müssen wir gewinnen, ganz klar, Mittwoch. Und dann denke ich, haben wir auch noch eine Chance. Wo liegen die Ursachen, dass ihr in dieser Saison so weit unten steht? Ja, wenn wir das wüssten, würden wir weiter oben stehen. Also natürlich, man kann klagen über Verletzungspech. Ja klar, das kann man immer machen, aber es haben andere Mannschaften auch. Es ist schwer zu sagen, was falsch läuft. Es ist vielleicht ein bisschen das Selbstvertrauen, wenn man plötzlich mal irgendwie unten drin steht. Es ist vielleicht auch das variable Angriffsspiel, was teilweise ein bisschen fehlt, dass wir ein bisschen mehr in die Breite spielen müssen. Der Zusammenhalt in der Abwehr. Es sind ganz viele Faktoren, die dazu führen. Und wenn man mal unten drin steht, ist es ganz schwer, dann wieder da rauszukommen. Schöne Tore heute. Warum war das ein ganz anderes Spiel als gegen Rimba? Rimba hat wesentlich kompakter gespielt. Wir haben ein ganz kompaktes 6-0 gespielt. Wir haben uns natürlich leicht getan mit unseren kleinen, wendigen Spielern gegen eine offensive Abwehr. Das kommt uns einfach entgegen vom Spielsystem her. Deshalb ging das ein bisschen besser. Dankeschön. Gerne.